Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Kanal. Einfach hier ein Hörspiel mit Battlefield 2042. Viel Spaß! Jetzt sind wir in Battlefield drin. Ich habe vor irgendwas gespielt, keine Ahnung, was das auch immer war, irgendeine Vorrunde oder so. Bisschen gespielt, bin dann gequittet, weil keine Ahnung, ich war überfordert. Bevor das Video beginnt, wollte ich noch kurz sagen, ich war jetzt ein paar Tage offline, also so für 3 Wochen habe ich kein Gaming-Video hochgeladen, ich habe letzte Woche meine Reaction hochgeladen, aber jetzt sollte es eigentlich wieder bergauf gehen, ich hatte sehr wenig Zeit und ja, aber wir machen hier jetzt den Cut und spielen direkt Battlefield weiter. So ja, Battlefield 2042. Noch nie dieses Game gespielt. Ab sehr viel Negatives damals, was sehr negativ war, das Game. Jetzt soll es gut geworden sein. Jetzt ist es auch wieder im PS Plus drin. Darum wollte ich das jetzt spielen. Wahrscheinlich, das hat gefühlt, jeder hat das gefühlt hochgeladen und die Klicks abgestaubt. Dann hatte ich das hochgeladen, wenn es keiner mehr interessiert. Man kennt ihn, dafür bin ich auch bekannt. Und ja, ich habe keine Ahnung, welchen Modus ich auswählen soll. Ich kenne mich im Battlefield gar nicht aus. Ich bin ein COD-Spieler. So großartig eigentlich. Aber ich finde die Herausforderung mal cool, auch im Battlefield was zu machen. Und ja, machen wir nochmals. So, jetzt wähle ich irgendeinen Modus aus und ja, dann sehen wir uns im Game drinnen. So, jetzt sind wir im Battlefield. Ich habe eine Klasse ausgewählt und ja, ich glaube 32 Gegner habe ich, glaube ich. Also 32 einfach Leute, die hier spielen nach der Map. Ist natürlich deutlich mehr als bei COD, das kennt man auch. Ich will jetzt gar nicht über COD reden, weil COD fühlt noch schlimmer dran als Battlefield. Oh. Und der, ja, mit dem Kill angefangen. Ja, jetzt sind wir auch direkt gestorben. Perfekt, Digi. Mal schauen, wie Battlefield Bock macht. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Okay, man kann sich selber heilen. Richtig und richtig, Digga. Was ist das? Ach, man kann hier warten. Ja, bespringen wir die Scheiße mal. Weil ich glaube, das ist jetzt das kleinste Problem. Dass ich hier... Klar, die Gegner kriegen vielleicht den Kill. Und sonst nicht. Oder ich habe keine Ahnung, Digga. Es gibt ein bisschen Face Janosch Action. Man kennt ihn. Ah, ist doch kein Sniper, Digga. Oder doch? Digga! Hier steht man ja noch schneller als in COD. Digga, noch schneller als in Modern Warfare, Digga. Digga, das ist schon sehr komisch irgendwie. Digga, einfach pieken, Digga. Dieses Rumgeschimmle, Digga. Und natürlich werden wir von hinten getötet, man kennt ihn. Jetzt gibt es ein bisschen Face Janosch Action. Mal schauen, ob ich da irgendwas treffe. Ob ich da überhaupt was zwischen die Blinde kriege. Man kann sich nicht immer selber heilen, okay. Also getroffen habe ich ihn, aber nur ein Hit. Oder angehitzt habe ich ihn. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, praktisch. Bam, Digga. Also ich finde die Maps viel zu groß. Ich finde eine kleine, süße Map eigentlich viel besser. Das ist viel zu groß. Bisschen zu unübersichtlich. Bin ich ganz ehrlich. Ja, natürlich, man ist es nicht gewohnt. Aber... Ich weiß nicht, so eine kleine Map ist einfach viel mehr Action, man sieht viel mehr die Gegner. Hier ist halt schon mehr dieses Taktische, man muss zusammenspielen gedöhnt, nicht wie in COD. Man rennt da rum, aber naja. So, jetzt habe ich mal eine andere, also ich habe den gleichen Spielmodus ausgespielt, aber ich wollte eine andere Map. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich in einer anderen Map bin oder ob es die gleiche Map ist. Ich glaube es doch, es ist eine andere Map. Warum die auch alle immer Noldy Pred oder so heißen, weiß ich auch nicht, aber von mir aus. Oh, boah, stöhnen uns einfach perfekt. Ich muss sagen, ich finde die mit der Waffe und so eigentlich am besten.
Also ich sag mal, aim-technisch kann ich hier auf jeden Fall mithalten. Wie nennt man dieses Wort? Nicht orientale. Die Durchschau, also der, keine Ahnung, Digga. Da kann ich nicht mithalten. Aber sonst beim Aim. Kein Problem, Digga. Beim Aim bin ich eigentlich recht gut. Ist eigentlich recht ähnlich zu COD, muss man sagen. Zu dem, was man sonst ein bisschen gewohnt ist. Also das ist schon ein bisschen anders. Aber jetzt nicht großartig anders. Es war aber eine geile Map. Okay, jetzt sind wir nochmals auf einer neuen Map, wieder Team Deathmatch. Weil ich da nicht so komplett überfordert bin. Da kann man ein bisschen in Battlefield auch reinkommen. Ich muss schon sagen, Battlefield, es macht Bock auf jeden Fall zu spielen auch, besser zu werden. Perfekt, ich spawn da mitten im Krieg. Habe ich noch einen mitgenommen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Nicht so nice. Ist das eine alte Deutschlandfahne oder? Gehe ich mich da? Also Battlefield im Prinzip diese Taktik von Modern Warfare. Man darf nicht laufen, man muss campen. Theoretisch gesehen. Campen und die anderen abschießen. Wenn man läuft, ist man tot. Ob das jetzt so cool ist, weiß ich auch nicht. Aber... naja. Ich finde es nicht schlimm. Man muss sich aber dran gewöhnen. Also ist definitiv nicht für jedermann was. Aber wenn man Action bei COD gewohnt ist, ist das vielleicht eher, ich will nicht sagen langweilig. Also ich will keine Battlefield-Fans beleidigen, nicht falsch verstehen. Ich möchte nur auch ein kleines Fazit ziehen im Vergleich. Natürlich, eigentlich kann man die Spiele gar nicht vergleichen, wenn man mal ehrlich ist. Aber man muss sie auch irgendwie vergleichen, weil es ist ja auch eine gewisse Konkurrenz. Das sind so, glaube ich, die zwei größten oder so. Gespawnt und tot, Digga. Ich werde gespawnt und bin tot, Digga. Perfekto, Digga. Einen mitgenommen, Digga, und den anderen hat mich gesniped. Perfekt, Digga. Ach, Digga, mein Auge ist auch so am rumspinnen. Ja, das müssen wir definitiv. So, jetzt ein bisschen Quatschi-Quatschi vielleicht. Hoffen wir mal, dass wir ein paar gute Gameplays hier hinkriegen. Das muss ich auch irgendwann anschauen können. Bam! Ich glaube, der Trick hier dabei ist, einfach zu zweit rumzulaufen. Ich glaube, dann hat man doch eine relativ große Chance, nicht zu sterben. Gut, ich versuche sie zu umkreisen, also von hinten anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Perfekt. Und tot. Ah. Hey, nein, Digga, nein. Digga, wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Kann ich nicht irgendwo anders spawnen? Ach, leck du mich am Arsch. Oh, leck du mich am Arsch.
Arsch. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde Battlefield, es ist ein sehr interessantes Game auf jeden Fall. Ein etwas anderes Game wieder mal. Man kann es auf jeden Fall auch spielen. Ich finde, ja, es ist natürlich Gewöhnungssache. Aber ich denke, man kann es trotzdem sehr gut spielen, wenn man eine Party hat vielleicht mit ein paar Freunden und dann einfach eine geile Actionrunde spielt. Taktisch miteinander spielt, miteinander läuft. Dann denke ich, könnte das auch Spaß machen. Solo ist es halt immer ein bisschen schwierig. Das kennt man ja bei solchen Spielen, aber ansonsten. Ja. Und dann ist ja sagen, ich hoffe, das Video würde mich sehr, 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 sehr wirklich freuen. Und ciao. Euer einfach Janosch. Ciao.